Scott aus dem Soulmate Hotel in Garching bei München. Ja, hier gilt nicht I'm a Soul Man, sondern I'm Soulmate. Dieses schöne Hotel ist reichlich neu und es besteht, und das sieht man auf den ersten Blick, fast komplett aus Holz. Ich habe hier eine wunderschöne kleine Suite bekommen und möchte die euch mal eben zeigen. Dieses Hotel ist vor allem für Long-Stay-Aufenthalte gedacht, also für Leute, die mal eben länger an einem Ort sind, und deshalb hat es auch eine Kitchenette. Die zeige ich euch hier. Diese wunderschöne Kitchenette verfügt hier über eine Mikrowelle und da einen leeren Schrank, wo man diverses dann reintun kann. Einen wunderschönen großen leeren Kühlschrank, einen kleinen Herd mit Dunstabzugshaube, Waschbecken, Wasserkocher. Hier haben wir Bratpfannen, Töpfe, wir haben hier einen Mülleimer, wie es sich gehört, und dort Teller und Schüsseln und auch ein Nudelsieb. Da kann man sich mal eben die eigenen Spaghetti machen. Und hier stehen noch so wahrscheinlich Tee und eine kleine kleines Kaffeekännchen, Teebeutel. Dann haben wir da noch ein paar Tassen Kochbücher. Hier wird man empfangen auch noch mit ein paar Wasserfläschchen. Herzlichen Dank dafür. Ein kleines Regal mit Lektüre für langweilige, einsame Nächte, für schwer arbeitende Businessleute, die hier sind. Dann haben wir hier noch einen Fernseher, einen großen, mit einem schönen Schreibtisch dran. Die aktuelle Ausgabe der Flow-Zeitschrift, die auch eine schöne Design-Zeitschrift ist. Ein bisschen Schreibutensilien, alles übrigens auch aus Holz, ne? Selbst der Bleistiftanspitzer. Dann haben wir hier ein kleines Tablet-Teil für das Soulmate Hotel. Mit sämtlichen Erklärungen, Telefon, Fernbedienung, okay. Und da draußen ist leider mittlerweile schon fast Nacht. Und das Soulmate verfügt hier über einen schönen Balkon. Da haben wir einen Blick auf ein Neubauviertel von Garching. Der Bus fährt direkt dran vorbei. Die Tür ist übrigens schön verglast da. Eine riesige ein riesiger Spiegel, würde ich sagen. Sodass man, wenn man das Zimmer verlässt, nochmal einen schönen Blick komplett auf sich werfen kann. Die Couch ist hier noch als drittes Bett bezogen. Das ist auch sehr praktisch. Da kann man also auch mal zum Beispiel mit seiner Familie unterkommen. Und dann haben wir hier das Schlafzimmer. Kommen wir hier rein und ich finde es super gelöst. Das Bett steht zwar eben mit Blick zum Balkon, zum Fenster da, aber die Rückseite des Bettes ist genutzt als kleine Sitzgelegenheit. Auch hier mit Büchern und einer kleinen Leselampe. Wenden wir uns mal zuerst dem Bett zu. Da haben wir hier ein richtig schönes, großes, gemütliches Doppelbett. Und dann hinter dem Bett, und das finde ich gerade mit in Verbindung mit der Bank besonders praktisch, sind die beiden Schränke, die auch beleuchtet sind, mit richtig ausreichend viel Platz für lange Hotelaufenthalte. Also hier kann man wirklich viel unterbringen, unten auch nochmal extra Schuhregale. Das ist also wirklich für einen Long-Stay-Aufenthalt ideal. Und dann gehen wir mal hier ins Badezimmer rein und sehen uns selbst mit einem riesigen Spiegel. Dann verbirgt sich hier die Toilette und wir haben hier am Waschbecken die diversen Waschutensilien, die man so braucht. Und einen Schminkspiegel und dann haben wir da eine große Dusche, auch mit Duschbad und nochmal eine Handdusche dabei. Richtig schön groß, viel Platz. Ja, richtig gut. Das gefällt mir sehr gut. Bin mal gespannt. Unten ist heute eine kleine Party
angesagt. Und vielleicht werde ich da auch noch ein paar Eindrücke bekommen. Auch interessant, die Tür zwischen Schlafzimmer und dem Wohnbereich lässt sich hier zuschieben, das lässt sich abtrennen. Da kann vielleicht einer noch arbeiten und der andere schon schlafen. Oder man kann Gäste, Geschäftsbesuch hier in dem einen Bereich empfangen und mit denen irgendwie diskutieren und kann den Privatbereich abtrennen. Ja, das finde ich super praktisch. Und da stehen noch mehr Bücher. Also dieses Hotel ist sehr praktisch, um mal wieder zu lesen. Vielleicht kann man hier auch als Gast seine eigenen alten Bücher abstellen und ein anderes Buch dafür mitnehmen oder sowas. So ein kleiner Austausch. Das ist so ein Eindruck aus dem Soulmate Hotel. Und ja, das ist in Garching bei München. Wer also länger mal in München ist, für den wäre das mal ein interessanter Tipp. Ciao, servus.